Suratul Qasas, Sura Nummer 28, die Geschichten. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Ta, Sin, Mim. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir verlesen dir von der Kunde über Musa und Pharaon, der Wahrheit entsprechend, für Leute, die glauben. Gewiss, Pharaon zeigte sich überheblich im Land und machte seine Bewohner zu Lagern, von denen er einen Teil unterdrückte, indem er ihre Söhne abschlachtete und nur ihre Frauen am Leben ließ. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern. Wir aber wollten denjenigen, die im Land unterdrückt wurden, eine Wohltat erweisen und sie zu Vorbildern machen und zu Erben machen, ihnen eine feste Stellung im Land verleihen und Pharaon, Haman und deren Herrscharen durch sie das erfahren lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten. Und wir gaben der Mutter Musas ein: Stille ihn! Und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig. Wir werden ihn dir zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen. Da lasen ihn die Angehörigen Pharaons auf, damit er ihnen zum Feind und Grund zum Kummer werde. Gewiss, Pharaon, Haman und deren Herrscharen pflegten verfehlt zu handeln. Die Frau Pharaons sagte: Er wird für mich und dich ein Grund zur Freude sein. Töte ihn nicht. Vielleicht nützt er uns, oder wir nehmen ihn als Kind an. Dabei merkten sie nicht, was sie taten. Und das Herz der Mutter Musas wurde leer. Beinahe hätte sie ihnen fürwahr offen bekannt gegeben, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu den Gläubigen gehöre. Und sie sagte zu seiner Schwester: Folge seiner Spur. Sie beobachtete ihn von fern, ohne dass sie merkten. Nun hatten wir ihm zuvor die Ammenbrüste verwehrt. Da sagte sie: Soll ich euch auf Hausleute hinweisen, die ihn für euch betreuen und ihm aufrichtig zugetan sein würden? So brachten wir ihn zu seiner Mutter zurück, damit sie frohen Mutes und nicht mehr traurig sei, und damit sie wissen sollte, dass Allahs Versprechen wahr ist. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Und als er seine Vollreife und sein Ebenmaß erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutestuenden. Und er betrat die Stadt zu einer Zeit, als ihre Bewohner unachtsam waren. Da fand er darin zwei Männer, die miteinander kämpften. Der eine war von seinem eigenen Lager, der andere von seinen Feinden. Da rief ihn derjenige, der von seinem Lager war, zu Hilfe gegen denjenigen, der von den Feinden war. Da schlug ihn Musa mit der Faust und brachte ihn so um. Er sagte: Das gehört zum Werk des Satans. Gewiss, er ist ein deutlicher Feind, der in die Irre führt. Er sagte: Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, so vergib mir. Da vergab er ihm, denn er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Er sagte: Mein Herr, darum, dass du mir Gunst erwiesen hast, werde ich den Übeltätern nicht mehr Beistand leisten. Am Morgen war er in der Stadt furchtsam und hielt immer wieder Ausschau. Auf einmal schrie derjenige, der ihn am Tag zuvor um Hilfe gebeten hatte, zu ihm zum Beistand. Musa sagte zu ihm: Du bist offenkundig einer, der wahrlich zu Gewalttaten verleitet. Als er nun mit Gewalt denjenigen anpacken wollte, der ihrer beider Feind war, sagte dieser: O Musa, willst du denn mich töten? Wie du gestern eine Menschenseele getötet hast? Du willst ja nur ein Gewalttäter im Land sein, und du willst nicht zu den Heilstiftern gehören. Und es kam ein Mann vom äußersten Ende der Stadt gelaufen. Er sagte: O Musa, die führende Schar berät über dich, um dich zu töten. So geh fort. Gewiss, ich gehöre zu denjenigen, die dir guten Rat geben. So ging er furchtsam aus ihr fort und hielt immer wieder Ausschau. Er sagte: Mein Herr, errette mich von dem ungerechten Volk. Und als er sich Madian zuwandte, sagte er: Vielleicht wird mein Herr mich den rechten Weg leiten. Als er nun zum Wasser von Madian kam, fand er dort eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die ihr Vieh tränkten, und er fand außer ihnen zwei Frauen, die ihre Tiere fernhielten. Er sagte: Was ist mit euch beiden? Sie sagten: Wir tränken unsere Tiere nicht, bis die Hirten ihr Vieh weggetrieben haben, und unser Vater ist ein hochbetagter Greis. Da tränkte er ihnen ihre Tiere. Hierauf zog er sich zurück in den Schatten und sagte: Mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Gutem zu mir herabsendest. Da kam die eine von den beiden zu ihm, indem sie verschämt einherging. Sie sagte: Mein Vater ruft dich, um dir den Lohn dafür zu entrichten, dass du uns die Tiere getränkt hast. Nachdem er zu ihm gekommen war und ihm die Geschichte berichtet hatte, sagte er: Fürchte dich nicht, du bist dem ungerechten Volk entkommen. Die eine von den beiden sagte: O mein lieber Vater, nimm ihn in Dienst, denn der Beste, den du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige. Er sagte: Ich will dich mit einer dieser meiner beiden Töchter verheiraten, unter der Bedingung, dass du 8 Jahre in meinen Dienst trittst. Wenn du sie aber auf 10 voll machst, so steht es bei dir,
Ich will dir keine Härte auflegen. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Rechtschaffenen finden. Er sagte, dies sei zwischen mir und dir abgemacht. Welche der beiden Fristen ich auch erfülle, so darf es keine Bedrängnis gegen mich geben. Und Allah ist Sachverwalter über das, was wir hier sagen. Und als Musa die Frist erfüllt hatte und mit seinen Angehörigen fortzog, nahm er auf der Seite des Berges ein Feuer wahr. Er sagte zu seinen Angehörigen, bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen. Vielleicht kann ich euch davon eine Nachricht oder ein Stück brennendes Holz aus dem Feuer bringen, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Als er dort ankam, wurde ihm vom rechten Ufer des Tales, im gesegneten Fleck, aus dem Baum zugerufen, O Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Und wirf deinen Stock hin. Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als wäre eine flinke Schlange, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. O Musa, komm her und fürchte dich nicht, denn du sollst zu denjenigen gehören, die in Sicherheit sind. Und stecke die Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß jedoch nicht von übel befallen heraus. Und zieh deinen Arm an dich gegen den Schreck. Dies sind zwei Beweise von deinem Herrn, gerichtet an Pharaon und seine führende Schar. Gewiss, sie sind ein Volk von Frevelern. Er sagte, mein Herr, ich habe eine Menschenseele von ihnen getötet, und so fürchte ich, dass sie mich töten. Auch hat mein Bruder Harun eine redegewandtere Zunge. So sende ihn mit mir zur Unterstützung, mich zu bestätigen, denn ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Er sagte, wir werden deinen Arm durch deinen Bruder festigen und euch beiden eine Ermächtigung erteilen, so dass sie nicht zu euch gelangen können. Mit unseren Zeichen werdet ihr und diejenigen, die euch folgen, Sieger sein. Als nun Musa mit unseren Zeichen als klare Beweise kam, sagten sie, das ist nur ersonnene Zauberei, und wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört. Musa sagte, mein Herr weiß besser, wer von ihm her die Rechtleitung bringt und wem die letztendliche Wohnstätte gehören wird. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Und Pharaon sagte, O ihr führende Schar, kein Gott weiß ich für euch als mich selbst. So entfache mir, O Haman, einen Brand auf Lehm und mache mir einen Hochbau, auf das ich zum Gott Musas emporsteige. Ich glaube fürwahr, dass er zu den Lügnern gehört. Er und seine Herrscharen verhielten sich ohne Recht hochmütig auf der Erde und glaubten, dass sie dereinst nicht zu uns zurückgebracht würden. Da ergriffen wir ihn und seine Herrscharen und warfen sie dann in das große Gewässer. So schau, wie das Ende der Ungerechten war. Und wir machten sie zu Anführern, die zum Höllenfeuer einladen. Und am Tag der Auferstehung wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Und wir ließen ihnen einen Fluch im Diesseits nachfolgen. Und am Tag der Auferstehung werden sie zu den Verabscheuten gehören. Und wir gaben ja Musa die Schrift, nachdem wir die früheren Geschlechter vernichteten, als einsichtbringende Zeichen für die Menschen und als Rechtleitung und Barmherzigkeit, auf das sie bedenken mögen. Du warst nicht auf der westlichen Seite, als wir Musa die Angelegenheit auftrugen, und du warst nicht zugegen. Wir aber ließen Geschlechter entstehen, und es war ihnen ein langes Leben beschieden. Und du hattest dich nicht unter den Leuten von Midian niedergelassen, um ihnen unsere Zeichen zu verlesen. Wir aber entsandten immer wieder Propheten. Und du warst nicht auf der Seite des Berges, als wir zuriefen. Aber die Offenbarung ist als Barmherzigkeit von deinem Herrn zu dir gekommen, damit du Leute warnst, zu denen noch kein Warner vor dir gekommen ist, auf das sie bedenken mögen. Hätten wir dich nicht entsandt, würden sie sagen, wenn sie ein Unglück trifft, wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben, unser Herr, hättest du doch einen Gesandten zu uns gesandt, so dass wir deinen Zeichen hätten folgen können und zu den Gläubigen hätten gehören können. Als nun die Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie, wäre ihm doch das Gleiche gegeben worden, was Musa gegeben wurde. Haben sie denn nicht das verleugnet, was zuvor Musa gegeben wurde? Sie sagen, zwei Zauberwerke, die einander beistehen. Und sie sagen, wir verleugnen sie alle beide. Sag, bringt doch eine Schrift von Allah bei, die eine bessere Rechtleitung enthält als diese beiden. So will ich ihr folgen, wenn ihr wahrhaftig seid. Wenn sie nicht auf dich hören, so wisse, dass sie nur ihren Neigungen folgen. Und wer ist weiter abgeirrt als jemand, der seiner Neigung folgt, ohne Rechtleitung von Allah? Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Wir haben ihnen ja das Wort aufeinanderfolgend übermittelt, auf das sie bedenken mögen. Diejenigen, denen wir vor ihm die Schrift gaben, glauben an ihn. Und wenn er ihnen verlesen wird, sagen sie, wir glauben an ihn. Gewiss, es ist die Wahrheit von unserem Herrn. Wir waren ja schon vor ihm Allah ergeben. Diese erhalten ihren Lohn zweimal dafür, dass sie standhaft waren. Und sie wehren mit dem Guten das Böse ab und geben von dem aus, womit wir sie versorgt haben. Und wenn sie unbedachte Rede hören, wenden sie sich davon ab und sagen, wir haben unsere Taten und ihr habt eure Taten zu verantworten. Friede sei auf euch. Wir trachten nicht nach dem Umgang mit den Toren. Gewiss,
Du kannst nicht recht leiten, wenn du gern recht geleitet sehen möchtest. Aber Allah leitet recht, wen er will. Er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Und sie sagen, wenn wir der Rechtleitung mit dir folgen, werden wir von unserem Land fortgerissen. Haben wir ihnen denn nicht eine feste Stellung in einem sicheren, geschützten Bezirk verliehen, zu dem die Früchte jeder Art zusammengetragen werden als Versorgung von uns aus? Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Und wie so manche Stadt, die sich übermütig ihres Lebensunterhaltes erfreute, haben wir vernichtet. Da sind nur ihre Wohnorte, die nach ihnen nicht mehr bewohnt wurden, bis auf wenige. Und wir sind es, die Erben all dessen geworden sind. Und dein Herr hätte nimmer die Städte vernichtet, bevor er nicht in ihren Mittelpunkt einen Gesandten hätte erstehen lassen, der ihnen unsere Zeichen verließ. Und wir hätten die Städte nimmer vernichtet, wenn ihre Bewohner nicht ungerecht gewesen wären. Und was immer euch gegeben worden ist, ist Genuss und Schmuck des diesseitigen Lebens. Was aber bei Allah ist, ist besser und beständiger. Begreift ihr denn nicht? Ist denn einer, dem wir ein schönes Versprechen gegeben haben, und der es auch vorfinden wird, einem gleich, den wir den Genuss des diesseitigen Lebens genießen lassen, der hierauf aber am Tag der Auferstehung zu den Vorgeführten gehören wird? Und am Tag, da er ihnen zuruft und sagt, wo sind nun meine Teilhaber, die ihr stets angegeben habt? Diejenigen, gegen die sich das Wort bewahrheitet hat, sagen, unser Herr, diese, die wir in Verirrung haben fallen lassen, haben wir nur in Verirrung fallen lassen, wie wir selbst in Verirrung gefallen waren. Von ihnen sagen wir uns vor dir los, nicht uns dienten sie ja. Und es wird gesagt werden, ruft eure Teilhaber. Sie werden sie anrufen, aber sie werden ihnen nicht antworten, und sie werden die Strafe sehen. Wenn sie sich selbst hätten recht leiten lassen, wären sie gerettet gewesen. Und am Tag, da er ihnen zurufen wird und sagt, was habt ihr den Gesandten geantwortet? Ihren Blicken werden an jenem Tag die Beweise entzogen sein, und so fragen sie sich nicht mehr gegenseitig. Was aber jemanden angeht, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt, der wird vielleicht zu denjenigen gehören, denen es wohl ergeht. Und dein Herr erschafft, was er will und wählt. Ihnen aber steht es nicht zu, zu wählen. Preis sei Allah. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Und dein Herr weiß, was ihre Brüste verhehlen und was sie offenlegen. Und er ist Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Alles Lob gebührt ihm, in der diesseitigen und in der jenseitigen Welt. Ihm gehört das Urteil, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Sag, was meint ihr, wenn Allah auf euch die Nacht als Dauerzustand legen würde, bis zum Tag der Auferstehung? Wer wäre dann Gott außer Allah, der euch Licht bringen würde? Wollt ihr denn nicht hören? Sag, was meint ihr, wenn Allah auf euch den Tag als Dauerzustand legen würde, bis zum Tag der Auferstehung? Wer wäre dann Gott außer Allah, der euch eine Nacht bringen würde, in der ihr ruht? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? In seiner Barmherzigkeit hat er euch die Nacht und den Tag gemacht, damit ihr darin ruht und damit ihr auch nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Und am Tag, da er ihnen zurufen wird und dann sagt, wo sind denn meine Teilhaber, die ihr stets angegeben habt? Wir nehmen uns aus jeder Gemeinschaft einen Zeugen heraus, und da sagen wir, bringt euren Beweis vor. Dann werden sie wissen, dass die Wahrheit Allah gehört, und entschwunden wird ihnen sein, was sie zu ersinnen pflegten. Gewiss, Qarun gehörte zum Volk Musas, doch unterdrückte er sie, und wir gaben ihm solche Schätze, dass deren Schlüssel wahrlich eine schwere Last für eine ganze Schar kräftiger Männer gewesen wären, als sein Volk zu ihm sagte, sei nicht übermütig froh, denn Allah liebt nicht diejenigen Unterdrücker, die zu übermütig froh sind, sondern trachte mit dem, was Allah dir gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte. Vergiss aber auch nicht deinen Anteil am Diesseits. Und tu Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat. Und trachte nicht nach Unheil auf der Erde, denn Allah liebt nicht die Unheilstifter. Er sagte, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze. Wusste er denn nicht, dass Allah bereits vor ihm solche Geschlechter vernichtet hatte, die eine stärkere Kraft als er besaßen, und eine größere Ansammlung an Helfern hatten, und die Übeltäter werden nicht nach ihren Sünden befragt. Und so trat er zu seinem Volk in seinem Schmuck heraus. Diejenigen, die das diesseitige Leben begehrten, sagten, »O hätten doch auch wir das Gleiche wie das, was Qarun gegeben worden ist. Er hat wahrlich gewaltiges Glück.« Aber diejenigen, denen das Wissen gegeben worden war, sagten, »Wehe euch! Allahs Belohnung ist besser für jemanden, der glaubt und rechtschaffen handelt, aber es wird nur den Standhaften dargeboten.« Da ließen wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken, und da hatte er weder eine Schar, die ihm vor Allah half, noch konnte er sich selbst helfen. Und diejenigen, die sich am Tag zuvor an seiner Stelle zu sein gewünscht hatten, begannen zu sagen, »Ah, sieh! Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst auch. Wenn Allah uns nicht eine Wohltat erwiesen hätte, hätte er uns wahrlich auch versinken lassen. Ah, sieh! Den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen.« Das ist die jenseitige Wohnstätte.
wir bestimmen sie für diejenigen, die weder Überheblichkeit auf der Erde noch Unheil begehren. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Wer mit einer guten Tat kommt, für den wird es etwas Besseres als sie geben. Wer aber mit einer bösen Tat kommt, so wird denjenigen, die böse Taten begehen, nur das vergolten, was sie zu tun pflegten. Derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Sag, mein Herr weiß besser, wer die Rechtleitung bringt und wer sich in deutlichem Irrtum befindet. Und du hattest nicht erwartet, dass das Buch an dich gerichtet würde. Es ist nur aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Darum leiste den Ungläubigen keinen Beistand. Und lasse sie dich nur nicht von den Zeichen Allahs abhalten, nachdem sie nun zu dir herabgesandt worden sind. Und rufe zu deinem Herrn und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Und rufe neben Allah keinen anderen Gott an. Es gibt keinen Gott außer ihm. Alles wird untergehen, außer seinem Angesicht. Ihm gehört das Urteil, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht.